Servus da draußen, wir zocken weiter Drakensang. Und in der letzten Folge seht ihr hier hinten noch das Lagerhaus, da haben wir die Schwarzaugen beraubt. Und zwar haben wir den Hammer von Graf Groven geklaut, den sie vorher geklaut haben, sozusagen aus der Grafenresidenz. Und jetzt machen wir noch eine kleine Geschichte hier tatsächlich in Fuhrmannsheim. Und keine Sorge, nur weil ich Klettes dabei habe, alle die Abenteuerpunkte, die wir davon bekommen werden, wird unsere gesamte Gruppe bekommen. Also, schauen wir mal hier rein. Was haben wir hier? Du weißt auch reich, was richtig. Ihr kommt wie gerufen. Was ist denn los? Na, diese verdammten Kerle prügeln sich wegen einer Nichtigkeit. Ich will nicht schon wieder das Blut auffischen, wo es letztes Grad getrocknet ist. Könnt ihr da nicht dazwischen gehen? Ja, aber die nehme ich mir vor. Dann ein. So. Oh, und jetzt prügeln die sich. Ich würde mal sagen. Das bin ich. Ich weiß Bescheid. Lass mal hören, wenn du so kennst. Ich bin ein echter Immern-Experte. Du Feldwichtel kennst höchstens die Namen deiner Knöpfe. Ja, klar, das hat gut überreden, oder? Halt dich raus! Sonst klappe! Hey, das ist ein Gespräch unter Männern. Also, nee, Diskriminierung hier. Excuse me, wir haben 2023. Genau, nicht indischen Mann. Dies ist eine Taverne und kein Spielfeld. Beruhigen könnt ihr euch draußen. Ach ja, und seit wann hast du hier was zu melden? Ich würde sagen, wir machen Überreden. Ah, jetzt weiß ich gar nicht, was sie gesagt haben. Ja, vorher pausieren wir mal kurz. Ah, eine gute Idee. Vielleicht ist sogar einer Spieler da. Ja, also wahrscheinlich war es irgendwas mit Immern, ne? Das hat er doch gerade gesagt, Schwachkopf. Dort wird man immer an Fachleute wie mich sicher mehr zu schätzen wissen. Auf ins flinke Frettchen. Ah, okay, ich habe wahrscheinlich vorgeschlagen, dass sie doch ins flinke Frettchen gehen sollen und sich dort prügeln sollen. Das will ich euch auch geraten haben. In Zukunft tragt ihr solche Streitereien aus wie echte Immernspieler auf dem Spielfeld. Hallo, so ins Frettchen. Und schon haben wir eine weitere Quest alles hier abgeschlossen. Klar. Und wisst ihr, was das auch heißt? Im Hafen und in Fuhrmannsheim ist jetzt erstmal alles erledigt. Heißt, wir gehen jetzt erstmal zurück ins Ardus-Anwesen. Und dann würde ich sagen, gehen wir noch auf den Priusplatz. Dort gibt es ein bisschen was zu machen. Und dann gehen wir wohin, wo. Nein, ich glaube, wir machen dann zuerst eine eigentlich schon längst überfällige Aktion. Nämlich, erinnert euch vielleicht, ein feiner Herr, dessen Namen nicht genannt werden darf sozusagen, hat sich ja vor, ja gut, 17, 18 Folgen von uns verabschiedet, ne? Und der Herr, feine Herr, den haben wir nicht mehr wiederbekommen bisher. Aber es wird etwas geben, sag ich mal, wo wir den feinen Herrn sozusagen befreien können. Aber das Ganze werden wir jetzt gleich mal anschauen und eigentlich hätte ich auch die Schnellreise machen können aus dem Fuhrmannsheim raus, das war jetzt ein bisschen blöd. Heißt, dann gibt es jetzt einen kurzen Schnitt ins Ardus Anwesen. Ha, ihr könnt ja Holz hacken, das Feuerholz geht langsam zur Neige. Meine arme Axt. Über sowas macht man keine Witze. Ach, Vorgrim. Was gibt's denn? Du kommst jetzt mit. Es gibt einiges zu tun, so ist es. Und die Rolana steht hier auch unten rum und die. Zum Donnerbassist. Nehmen wir mit. Okay, gut. Jetzt würde ich sagen, machen wir eine kleine Schnellreise zum Priusplatz. Beziehungsweise zum anderen Ende des Priusplatzes, weil es tatsächlich so ein bisschen schneller geht und ich euch ja auch ein bisschen Zeit ersparen will. Ich versuche mein Bestes. Vorgrim und Rolana können mal wieder ihre Sachen hier ausrüsten.
Und jetzt, was haben wir hier? Komm, nun stell dich nicht so an, Zottel. Kommst du jetzt hierher? Ich weiß nicht 100%, was das für ein Akzent ist. Nun komm schon zurück, Zottel. Ich glaube, Russisch ist es nicht. Vielleicht Polnisch irgendwie? Ach, seid gegrüßt. Wie ich sehe, ist euer Bernd kommt. Ja, ihr seht es ja. Normalerweise ist Zottel ja ganz friedlich. Aber jetzt, er hat sich von meiner Kette losgerissen und ist ans Wasser gerannt. Nun lässt er niemanden an sich ran und beobachtet die Fische. Er hört gar nicht auf mich, wollte es nicht mal versuchen. Ja, klar, wenn ihr wirklich glaubt, dass er was hilft, ich versuch's. Oh, mir fällt ein Stein vom Herzen. Vielleicht könnt ihr ihm ja gut zureden. Oder kennt ihr gerne einen Zauberspruch? Mir wird schon was einfallen. Aber ihr dürft ihn kein Haar krümmen. Zottel ist eigentlich ganz harmlos und ich bitte euch, seid schön vorsichtig. Nee, und jetzt haben wir die Sache, dass wir hier entweder einen Zauberspruch brauchen oder eine andere Geschichte, nämlich mit Tierkunde und so. Boah. Tierkunde, Herr Kirmler aus Tobiheim. Und seid doch nicht so böse zu mir. Ich will dir doch gar nichts tun. Hm? Hier, siehst du meine Hände? Die tun dir gar nichts. Brumm, brumm. Brumm, ei fein, so ist recht. Du bist ein lieber Zottel. Komm, gehen wir zurück zu deinem Herrn. Ihr habt es geschafft. Wunderbar. Ich danke euch vielmals. Wirklich. Ja, ihr solltet in Zukunft besser auf Zottel achten. Nicht, dass da noch mal was passiert. Ah, gewiss, gewiss. Ich werde gut aufpassen. Nicht wahr, Zottel? Ja, sehr schön. Zottel, der Tanzbär. Na klar. Mal ein kleines Bild vom Zottel. Ja, ganz ja feiner ist es, ne? Ganz ja feiner Zottel. So, und jetzt gehen wir. Ja, die haben Liebeskummer, das ist auch ganz lustig, können wir uns mal anschauen. Hamlock, sieh doch, wer da ist. Unser Horny Sidekick, ja. Aber hallo. Ihr seid es. Ich hätte nicht gedacht, dass sich unsere Wege so bald wieder kreuzen. Salina, es freut mich, euch wiederzusehen. Ich hoffe, eure Reise hier war angenehm. Ah, so angenehm, wie sie neben Hamlock sein kann. An irgendjemand muss ich doch meine neuesten Scherze ausprobieren. Ich habe von dem Mord an eurem Freund gehört, Herr Kirmler aus Tobiheim. Oh, mein herzliches Beileid. Hab Dank. Seit ich den ersten Schritt nach Ferlock tat, ging es nur noch drunter drüber. Ja, das ist richtig. Ja, bei mir geht es ähnlich. Habt ihr von der Verhaftung Drahnos gehört? Jetzt, da ich mich doch anspreche, ja natürlich, wir trennten uns doch vor den Stadttoren. Er wollte einen anderen Weg hinter die Stadtmauer nehmen, doch wurde er wohl wegen einer Gaumerei aus vergangenen Tagen verhaftet. Ah, Drano hin, Drano her, ich kann den Namen nicht mehr hören, er hat seine gerechte Strafe bekommen. Ich kenne die Geschichte nur zu gut, er hat sie mir 1000-mal erzählt. Er ist unschuldig, doch ohne Beweise lässt sich die Stadtgarde nicht davon überzeugen. Wir müssen ihm helfen, Herr Kirmler aus Tobiheim. Nicht, dass es ihm schaden würde, mal etwas über seine Taten nachzusehen, aber dort versauern lassen kann ich ihn doch auch nicht. Na, versauern lassen? Das scheint mir doch genau die rechte Idee zu sein. Hamlock! Ja, ihr habt recht, Salina. Wir sollten Drano helfen. Habt ihr schon einen Plan? Bevor die Vorbereitungen der Festigkeiten richtig losgingen, konnte ich mich ein wenig umhören. Ein paar Schmeicheleien später hatte ich bereits in Erfahrung gebracht, dass es einen Geheimgang zwischen dem alten Keller der Ferdocker Brauerei und dem Verlies der Stadtgarde geben soll. Ein Geheimgang zwischen der Brauerei und dem Verlies der Stadtwache? Das ist doch Unsinn. Nun ja, es heißt, dass dieser Zugang vor einigen Jahrzehnten von Oberwachmann Baron von Stolzenberg angelegt worden sein soll. Anscheinend schmuggelte er mittels diesem regelmäßig größere Mengen Bier aus Ferdock heraus. Tja, bis die Sache letzten Endes aufgeflogen ist. Danach soll der Zugang zugemauert worden sein. Für eine abenteuerliche Geschichte, aber selbst wenn sie stimmen sollte, wenn der Zugang zugemauert ist, wie kommen wir dann hindurch?
Nicht so ungeduldig. Schau mal, wisst ihr nicht um die Geschichte des alten Brauereikellers? Es heißt, es gibt dort eine Wolfsrattenplage. Diese Ungetüme buddelten sich immer wieder durch die Gemäuer, um an das schmackhafte helle Pferdocker zu kommen. Saufratten. Die Ratten sollen aus unterirdischen Höhlensystemen gekommen sein, die die Gegend unter Pferdock durchziehen. Der Geheimgang führt also zum Teil auch durch diese Höhlen. Es besteht also die Möglichkeit, die Durchbrüche der Ratten in dem alten Geheimgang zu kommen. Doch soll es dort von diesen Viechern nur so wimmeln. Da ich weder so tapfer noch so stark bin wie ihr, kann ich diese Schlacht nicht schlagen. Doch ihr seid jemand, der schon unter Beweis gestellt hat, dass er Bestie diese Art zu bezwingen weiß. Also heißt es auf zur Brauerei und einen Vorwart zu finden, den alten Keller betreten zu dürfen. Ihr könntet dem Hausmeister der Brauerei anbieten, euch der Rattenplage anzunehmen. Ich bin mir sicher, dass dies auf offene Ohren stoßen wird. Es soll sich nämlich bislang noch niemand bereit erklärt haben, die Rattenplage zu beseitigen. Ja, okay, ich werde sehen, was sich erreichen lässt. Auf zum Hafen. Okay, das war jetzt sehr viel Gelabere natürlich. Trotz allem, jetzt haben wir von Selina einen Auftrag bekommen, sozusagen. Heißt, würde ich sagen, wir müssen zurück in den Hafen. Und das Ganze machen wir wieder mit der Schnellreise, weil ich glaube, dann geht es doch ein Ticken schneller. Wenn ich mich nicht täusche. Und damit schlagen wir jetzt quasi zwei Fliegen mit einer Klappe. Einerseits, wir holen Dranor aus dem dunklen Loch da raus. Und andererseits, wir haben eine weitere Quest, nämlich diese Wolfsrattenplage. Gleich werden wir noch ein paar Leute kennenlernen, die verwirrende Ähnlichkeiten mit anderen Personen haben, sage ich mal. Aber mehr verrate ich jetzt eigentlich noch gar nicht. Plus, ich muss noch überlegen. Ich muss noch überlegen, wann ich den Großteil dieser Rattenplage machen will. Weil die Sache ist die, es ist halt schon relativ schwer. Und für unsere Stufe ist, glaube ich, ein Teil schon machbar. Aber nicht, dass wir da dauerhaft irgendwie Heiltränke oder Einbeerensäfte dann verbrauchen müssen. Das will ich ja nicht. Also somit schauen wir einfach mal, wie es sich ergibt und ob wir vor oder beziehungsweise nach dieser Aktion am Hesindetempel noch die Rattenplage machen. Das kann doch nur von der Pferdocker Brauerei kommen. Aber sowas von. Super helles Pferdocker. Hier gibt's kein helles Pferdocker? Fragezeichen. 20 Pfeile für die Rouladen-Roulana. Gute Entscheidung. Sehr gut. Wir speichern mal ganz kurz und sprechen mit Vorwisch. Ja? Wie kann ich euch behilflich sein? Merkwürdig. Ihr seht meinem Verwalter Wirwosch zum Verwechseln ähnlich. Wirwosch, das ist mein Bruder. Haha, gestatten Vorwisch, mein Name. Nicht nur sind wir beide im selben Gewerbe tätig, sondern obendrein auch Gründungsmitglieder der Hausmeisterinnung. Doch wie kann ich euch behilflich sein? Ich dachte eigentlich, ich könnte euch behilflich sein. Stimmt es denn nicht, dass die Keller der Brauerei von einer schlimmen Rattenplage heimgesucht sind? Was? Psst, doch nicht so laut. Das kann ich gleich ganz Pferdock mitbekommen. Woher wisst ihr das? Was wollt ihr? Sagen wir einfach so, es hat sich herumgeschwiegen. Doch seid unbesorgt. Ich bin wie gesagt hier, um zu helfen. Gewährt mir einfach Zugang zu euren Kellern und ich werde mich ohne großes Aufheben um diese Plage kümmern. Also ich bin wahrlich überrascht. Bisher fand sich niemand, der sich gegen diese lästigen Wolfsratten stellen wollte. So gesehen ist es eine feine Sache. Allerdings wird der Zugang zur Brauerei streng kontrolliert. Wenn überhaupt, dann kann ich euch nur direkt in die alten Kellergewölbe führen. Wenn ihr dies wirklich wünschen solltet. Ja, lasst uns gerne mal runtergehen. Gut, wie ihr wünscht. Hallo, Brüderchen. Oh, Tachchen Wurmbosch. Ihr habt noch einen Bruder? Haha, oh ja, wir haben da noch einige. Unsere Familie ist nicht gerade klein, müsst ihr wissen. Für wahr, Bruderherz. Aber was verschafft mir denn die Ehre, wenn ich fragen darf? Oh, wir werden in die alten Keller heruntergehen und uns die Rattenplage kümmern. Wirklich? Da komme ich mit. Da lasse ich mir auf keinen Fall entgehen. Ich habe die Höhlen schon des Öfteren erkundet und Dutzende Ratten zur Strecke gebracht.
konnte aber nie zum Ursprung der Viecher vordringen. Na los, worauf warten wir noch? Okay, jetzt sind wir im alten Brauereikeller. Das ist tatsächlich meines Wissens eins der größten Dungeons. Also, ich glaube, das zweitgrößte auf jeden Fall. Das zweitgrößte Dungeon im Spiel. So ist es. Also, wir können mit dem Typen oben quatschen. Die können uns auch wieder jederzeit rauslassen. Und der andere Typ der Sapeur da, der kann uns auch Sachen verkaufen tatsächlich. Aber das brauchen wir jetzt nicht, das ist jetzt nicht so grandioses Zeugs. Und wir haben endlich mal wieder ein paar gescheite Gegner. Und wisst ihr was? Ich stelle es bei der Rulana auf 1, den gezielten Schuss. Für Ardo, aber mal sowas von. Okay, ein paar lästige Ratten, die haben wir im Nu Dode. So, in der Zwischenzeit plündert Vorgrim mal ein paar Fässer. Machen wir so wie in der Kanalisation. Ja, hat auch gut geklappt da. So, Vorgrim. Meint ihr? Meint ihr? Ja, ich meine es. Wir nehmen ein bisschen das. Ja. Das finde ich wiederum gut gemacht, dass sie hier in den Fässern die ganze Zeit nur helles Ferdocker gepackt haben. Und hier sehen wir auch gleich einen Zugang zu dunklen, matschigen, erdigen Höhlen. Das ist natürlich nicht so appetitlich aus der Sicht von einer gescheiten Zivilisation sozusagen. So, da vorne wird sich jetzt gar eine größere Rattenmenge befinden. Die holen wir erstmal alle zusammen und dann schlachten wir sie gepflegt. Hier auch Design ist sehr schön, wie ich finde. Hier blubbert so ein bisschen. Ja, nein. Hier haben wir so einen größeren Raum mit einigen Ratten. Wir holen jetzt erstmal alle, weil ich... Jawohl. Kommt mal alle her. Okay, passt. Aufgepasst. Jetzt eine gute Entscheidung. Attacke! Amazone voraus. Hey ja. Ich nehme die Sache in Wunderbar. Die Hand. Wunderbar. Wird gemacht. Ach, Mann, was mache ich denn? Was mache ich denn? Der Herr Kirmler muss das natürlich machen. Aber ich war gerade überrascht, dass die Rulana überhaupt was hinbekommen hat. Nicht schlecht. Für das, dass ich das nicht gelevelt habe bei ihr. Respekt. Aber gut, also ich finde, sie sieht schon sehr fesch aus im Kyras, ne? Wir allgemein sehen ziemlich fesch aus im Vergleich, ne? Ich sehe, der Kirmler hat Pfeile. Was du machen? Was du machen? Ja, ich werde ein bisschen offscreen Sachen sortieren. Das werde ich machen. Plus gehen wir jetzt mal Richtung Geheimgang. Denn wir haben hier ein Fragezeichen da oben. Und da werden wir bald bei Rano sein. Und ich glaube, wir sammeln ihn jetzt noch in der Folge noch ein. Und dann verabschiede ich mich. Aber obwohl tatsächlich... meine ich, dass es so war, dass man hier einfach durchspazieren kann. Da ist es... Wir sind zwar im Kerker, eigentlich. Und im Normalfall müsste man hier eigentlich schleichen, wenn man sich irgendwie an Wachen vorbeischleichen möchte. Hast du das auch gehört? Das sind ein paar Gauner eingekerkert. Was? Das war bestimmt nur eine Ratte. Die Typen checken auch gar nichts, ne? Wir müssen hier nicht mehr schleichen und können hier ganz einfach durchmarschieren. Ja, das ist recht lustig. Und hier unten ist Ranor. Jawohl. Was in den Niederhöllen macht ihr hier? Euch retten! Wie schaut ihr denn aus? Retten? Mich? Ja, ihr glaubt doch nicht wirklich, dass ich Ranor, mich nicht aus eigener Kraft befreien könnte und dieses stinkende Leinenhemd haben die Wachen mir verpasst.
aus eigener Kraft befreien? Schaut euch doch mal um, ihr seid eingesperrt tief unter der Erde, umgeben von massiven Felswänden und robusten Stahlgittern. Ach, ihr seht nur, was euch eure ungeübten Augen sehen lassen. Für euch bin ich ein Gefangener in einer auswegslosen Lage. Doch tatsächlich bin ich ein freier Mann, der hingehen kann, wohin es ihm beliebt. Tatsächlich, und wie wollt ihr das anstellen? Allein das Schloss an eurer Zellentür dürfte euch arge Probleme bereiten. Ach herrje, wie konnte ich mich derart beleidigen? Ich bin ein Meister meines Fachs. Doch schaut her. Ihr habt das Schloss geknackt. Ja, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Weshalb seid ihr denn immer noch hier? Ganz einfach, es geht ums Prinzip. Ums Prinzip? Ich fürchte, ich verstehe noch immer nicht. Ich bin unschuldig. So, unschuldig. Irgendwie kommt euch dieses Wort merkwürdig oft über die Lippen. Ihr müsst mir glauben, ich habe euch doch von dem Stadttor noch von der Verwechslung erzählt. Es ging um den Diebstahl eines seltenen zwergischen Zeitmessers. Man lastet mir diese Tat an, obwohl ich es nicht gewesen bin. Ich sitze zu Unrecht in diesem Kerker. Und was ist mit dieser einfach mal eben über die Mauer klettern Geschichte? Meint ihr, das war eure Sache dienlich? Ob dienlich oder nicht, ich bleibe hier, bis meine Unschuld bewiesen ist. Schließlich bin ich ein Mann von Ehre. Dranor, das kann doch nicht euer Ernst sein. Habt ihr eine Ahnung, was ich durchmachen musste, um bis hierher zu gelangen? Ja, in 5 Minuten. Apropos, die Folge dürfte dann schon vorbei sein, aber wir machen noch bis zum Ende natürlich. Es ist mir ernst. Kein Fuß setzt sich vor diese Zellentür. In einer Woche habe ich eine Anhörung. Dann wird sich dieses tragische Missverständnis aufklären und mein Doppelgänger wird in dieser Zelle hocken, während ich unbehelligt durch die Straßen Ferdox verlieren werde. Beziehungsweise klauen, ne? Seid ihr wirklich sicher, dass ihr es eine weitere Woche hier unten aushaltet? Überlegt es euch gut. Nochmal werde ich nicht hier runterkommen, um euch hier rauszuholen. Oh ja. Ha, wenn's weiter nichts ist, auch wenn es hier furchtbar stinkt, die feuchten Wände über und über mit Schimmel bedeckt sind und die Mahlzeiten nicht mal die Hunde fressen würden, werde ich standhaft bleiben. Ich werde... Ihr habt ja recht. Ich halte es hier keinen Tag mehr aus in diesem Verlies, ihr müsst meine Unschuld beweisen. Bitte sucht den Händler auf, der mir die Tat zur Last legt. Sein Name ist Wulfgar Hapel. Er hat einige Stände auf dem kleinen Platz hinter dem Pereide-Tempel in der Grafenstadt. Findet ihn bitte so schnell wie möglich und geht der Sache mit dem Diebstahl auf den Grund. Ja, der hat nur einen Stand, aber egal. Alles klar, das werden wir machen in der nächsten Folge. Dann werden wir die Unschuld von Dranor beweisen. Und werden wir wieder 5 Leute quasi haben insgesamt. Dann geht das große Entscheidend los. Wen nimmt man mit? Aber das alles ab der nächsten Folge. Bis zum nächsten Mal und ciao.